Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Asylum Challenge Reloaded auf dem Kanal von Just Mini Me. Das bin ich und wir nehmen hier Sims 4 auf heute wieder. Ja, und haben Freude daran. Dankeschön, dass ihr hier seid und eingeschaltet habt in der letzten Folge. Es war ja mega chaotisch, muss ich ehrlich sagen. Da haben wir ums Leben von Mira gebangt. Marcy, jetzt nehme ich direkt im Anschluss auf. Das heißt, wenn ihr was geschrieben habt, kann ich da leider nicht drauf eingehen mal wieder. Seid mir nicht böse. Ich versuche immer 2, 3 Folgen auf einmal aufzunehmen. Und ja, wir haben uns in der letzten Folge ein paar Unterhaltungsmedien gekauft. Hier das Feuer, das Ding da. Ja, und eine Geige. Und bis jetzt läuft es noch nicht so gut. Ja, unsere Mira war jetzt gerade dabei, saugen und zu putzen. Dann werden wir uns mal wieder der Malerei widmen. Ach Gott, da ist ein Bild. Das können wir noch verkaufen. Cool! Ja, unsere Marcy ist freigekommen in der letzten Folge, aber die ist noch nicht über dieses Pilzdingsbums hinweg. Es kann passieren, wenn sie nicht duschen geht, weil ihre Hygiene ist auf Null, dass es wahrscheinlich wieder schlimmer wird und der Befall zurückkehrt. Und bei ihr, sie ist ja noch gefangen. Sie ist nur schmutzig. Da ist noch nichts wieder zurückgekommen. Also sie scheint durch die Bombe wirklich geheilt worden zu sein. In der letzten Folge durfte ich sie eine Runde steuern, was ich sehr lustig fand. Ich muss jetzt das Rad holen, weil eine neue Folge, ein neues Rad und so weiter. Mal gucken, wie der Wärter heute drauf ist. So, da hätten wir schon mal das Rad und wir fragen jetzt den guten alten Wärter, ob er heute gut oder schlecht drauf ist. Beim letzten Mal war er richtig gut drauf und... Bitte nicht. Nein! Jetzt ist er wieder schlecht gelaunt. Okay, das heißt, ich muss das andere Rad drehen. Moment. Und hier ist das Wärterrad. Mal gucken, was er sich heute einfallen lässt. Was jetzt wieder für ein krasser Scheiß reinkommt. Moment. Was nimmt er uns weg? Ah, scheiße. Der Wärter nimmt den Herd. Er nimmt uns den Herd weg. Das heißt, der ist weg. Der darf nicht mehr hingestellt werden. Ja, das werden wir überleben. Also gut, dann nehmen wir mal den Herd. Weil ich muss den jetzt ins Inventar reinstellen, sonst kriege ich wieder Geld dafür. Ja, jetzt hat er halt den Herd genommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir mitten im Raum eine Müllpflanze. Glaubst du das? Okay, ist lustig. Naja, eine Müllpflanze. Und dann werden wir versuchen, die letzte Simon freizulassen heute. Indem wir noch 3... Gemälde malen. Okay. Er ist wütend, unwohl, er hat Hunger. Warum esst ihr nicht? Oben ist doch Essen. Ja, ja, ja. Oben ist Essen und Mira geht's auch nicht gerade gut. Aber sie wird jetzt dieses Bild malen. Sie möchte wieder mit sich selbst flirten und freundlich zu Marcy sein. Das kannst du sein, wenn Marcy sich ausgeruht hat. Wie sieht's mit dir aus, Süße? Die steht jetzt bald auf. Sie wird sich hoffentlich dann um sich selbst kümmern. Ja, mit dem Herd ist so eine Sache. So, jetzt haben wir einen Herd genommen gekriegt und müssen einen neuen Herd kaufen. Blöder Wärter. So, aber wir dürfen wahrscheinlich immer noch nur so einen alten holen. So mal Essensqualität 4 und da ist die Essensqualität 2. Das ist jetzt halt dumm. Und hier 3. Aber der Leckerkocher, der ist gebraucht und der ist neu. Wir können uns auch mal einen neuen holen, oder? Ist ja dasselbe, nur in... Ein bisschen. Eine Stufe besser. Ja, was hat denn das gekostet jetzt? 400. Okay. Versuchen wir es einfach mal mit dem. Ja, du redest jetzt und bist müde. Ja, es tut mir leid. Du kannst dich aber hier hinlegen und ein Nickerchen machen. Ich finde es so lustig, wie die Bärte wachsen. Was mich ja halt auch ein bisschen aufregt, ist, dass halt hier wirklich niemand uns besuchen kommt, obwohl ich jetzt wirklich alles offen habe. Das ist halt dumm gelaufen am Anfang und so kennt uns jetzt niemand, also kommt auch keiner vorbei. Das ist voll dumm. Naja, wenn es nicht ändern. Das Bild ist hoffentlich gleich mal fertig. Oh, die Marcy ist wach. Gucken wir mal, was sie macht. Das allererste, was sie macht. Oh ja, Mira! Wieder ein Meisterwerk fertig gemacht. Das verkaufst du gleich wieder. Weil du musst gleich noch 3 mittelgroße, ja, verkaufst. 3 mittelgroße Gemälde machen. Warum bist du so schlecht drauf? Sagt sie, ja. Schlimmster Tag aller Zeiten ist heute für sie. Oh ja. Sie muss lachen über ihn.
Ja, du kannst duschen gehen. Wir haben unten Duschen. Mit Tee plaudern. Und hier, also sind schon aktiv heute am Plaudern und so. Das finde ich cool. Eigentlich bin ich ganz zufrieden, dass der Wärter uns zwar den Herd genommen hat, aber es hätte schlimmer kommen können, weil es war zu einem Zeitpunkt, an dem wir schon ein bisschen was angespart hatten. Oh, das ist ja mal ein neues Bild, Miron. Cool. Ja, ja. Aber sie macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil sie halt einfach nicht duschen geht. Ist es jetzt geheilt oder was? Weil die Umgebung vielleicht blitzblank ist. Vielleicht hat sich das ja dann ergeben. Ich weiß nicht, aber es ist gut. Und du? Du hast schon wieder Hunger, ja, ne? Aber wir können uns nicht aufteilen. Was hast du da? Ah, du machst ein Nickerchen. Ja, Mira, ich will dich ja echt nicht stören. Ach, ich glaube, die kommen nicht mehr an den Kühlschrank, kann es sein? Frühstück servieren. Mach mal Rührei und Speck. Kommst du da überhaupt noch an den Kühlschrank ran wegen der Pflanze? Oder eher nett? Mal gucken. Entwurzel den Sch*** mal. Bitte. Ja. Und dann kannst du noch mal gucken. Frühstück servieren. Jetzt weiß ich ja, warum die Sims kein Essen mehr holen konnten. Weil, weil die Müllpflanze davor war. Ach, jetzt haben wir es. Okay. Okay. Ja, nehmt euch schön Essen, aber du musst trotzdem Brunch servieren. Das kannst du mal versuchen. Ja, Leute, wir müssen hier jetzt genug Essen für alle holen. Ich gebe das gerade mal ihr. Nee, nicht der Marcy. Nee, falsch. Weil du so rot bist. Was war denn das jetzt? Wo ist es? Gartensalat? Hä? Wo ist es hin? Hä? Ich hab's irgendwie verloren. Level 3 haben wir schon. Oh, wow, das ging jetzt aber schnell. Okay, nimmst du dir eine Portion, bitte? Ja. Und dann kannst du zum Essen rufen. So, das da kommt zu ihr. Zur Monja. Dann hat die Monja was zu essen. Gut, du kannst wenigstens was essen. Und du fängst schon wieder an hier. Hoffentlich kein Schimmel. Alter, ich habe voll das Trauma. Ihr habt ja gesehen, wie die gelaufen ist. Ach, das war ekelhaft. Das ist für mich eines der schlimmsten Sims-Tode. Ich finde es so widerwärtig. Nur wenn ich dran denke, ist schon eine Gänsehaut. So, okay. Mira hat jetzt alles gegessen. Jetzt gehen wir noch schnell zwei Kraftnickerchen hier halten, bitte. Und dann ist doch gut. Mit Ima will sie, oder plaudert gerade mit Ima. Ich komme heute nicht voran, ne? Langsam wird das alles, das artet aus. Okay, wir haben ein Bild. Dann müssen wir noch eins malen, nach einem Kraftnickerchen. Wir müssen so viel malen. Wir haben ganz, ganz viel vor. Mittelgroßes, weil... Okay, ess erstmal, dann gehst du Nickerchen machen. Sie isst zwar, aber sie geht einfach nicht duschen. Ist die Dusche kaputt oder so? Nee. Aber das ist kaputt. Oh, nee, wirklich jetzt? Ich habe gesagt, zwei Kraftnickerchen. Kann man hier einen Kraftnicker nehmen? Okay, wir haben das Klo repariert. Das wäre sehr schön. Ein Kraftnickerchen machen und dann noch eins, weil hier läuft nichts ohne uns. Hier läuft gar nichts ohne mich. Und die Mira kümmert sich einfach nicht um sich. Es macht mich wahnsinnig. Du heißt Marcy. Nicht Mira. Was erzähle ich da immer? Warum fliegt hier so viel Müll rum? Seid ihr zu dumm, Mülleimer zu benutzen, Kinder? Geht die jetzt endlich mal duschen? Oh mein Gott, ja, raus jetzt! Lasse duschen, oh nein! Oh! Geht doch duschen! Ich glaub's nicht. Ich kann das gar nicht fassen, Mann. Jetzt hat er sie vom Duschen abgehalten. Eine Schande ist es doch. Sie stinkt einfach. Ich hab Angst, dass sie uns doch noch im Nachhinein stirbt. Was ist das? Zerquetscht. Was? Nachdem der summende Fliegenschwarm die Annäherungsversuche von Marcy erfolgreich abgeblockt hat, sollte sie in Zukunft vorsichtiger sein bei der Interaktion mit Fliegen. Was? Wo sind... Was? Was waren da? Was waren das? Ja, meine Fliegen sind weg. Hä? Ich habe nichts gesehen mit Fliegen. Naja, wir kümmern uns um unser Bild. Also die zwei hier, die sind voll dicke miteinander irgendwie, gell? Sie und der Rick so. Ja, unterstützt sie mal wegen Gesichtsbehaarung, redet über Interessen, schwärmt ein bisschen vom Kochen. Ja.
Was macht sie jetzt? Okay. Boah, sie ist so schlecht drauf, ne? Entschuldigung. Ich höre Feuer. Habt ihr das auch gehört? Was ist los? Moment. Was? Was sind das für Geräusche da unten? Was passiert hier? Liegt es an ihr vielleicht? Ja, ich bin ja schon dabei. Ich versuch's doch. Bitte, bitte hör jetzt auf mit der Dusche zu reden. Ich muss ja mal reparieren, ja? Was war das für ein Feuergeräusch eben? Die redet halt mit ihren Freunden jetzt so. Und Mira hat schon 2 von 3 Gemälden fertig gemacht. Jetzt könnt ihr wieder duschen, liebe Kinder. Okay. Brad Herring duscht im Regen. Lustig. Abstraktes Gemälde für Mittel. Und dann versuchen wir nochmal zu drehen, ob wir sie heute frei bekommen, ne? Die liebe Monja. Ah, das wollte ich auch noch testen. Dass ich dann da unten sauge, vielleicht hilft es ja auch schon. Aber das wird vielleicht. Das wird vielleicht. Wir haben noch so viel vor und so. Wenn ich da noch dran denke, ihr Bestreben fertig zu machen, ja. Wird mir ganz anders. Mal gucken, ob ich es schaffe mit dem Bestreben. Dann muss ich auch noch jemanden auf Level 5 der Geschicklichkeit bringen, beziehungsweise sie. Ja. Und wir haben ja schon Geschicklichkeit gerade geübt, ein bisschen. Ja, indem wir Sachen repariert haben. Was hast du für einen Anruf da gerade? Brett, dein Ruf ist alles nein. Ablehnen. Spurioses, schon wieder. Und ich frag mich, woher das kommt. Ich bin noch nicht ganz glücklich. Ich meine, war jetzt duschen. War die Mars jetzt auch duschen? Nee. Doch, die war duschen. Tatsächlich hat sie sich sauber gemacht. Sie ist wütend, weil irgendwas mit Fliegen war, was ich nicht mitbekommen habe. Aber sie schaut Fernsehen und dann ist sie wohl mit ihren Dingern da auch wohl auf. Das ist gut. Und was macht unsere liebe Crazy? Gehst du duschen? Nee, die putzt die Dusche. Du könntest aber dich auch mal ein bisschen putzen, Süßi. Ja, das stinkt. Du stinkst. Ja. Ja, du musst duschen. Leute, ihr müsst ein bisschen mehr auf eure Hygiene achten. Wie wär's? Ich belasse es heute jetzt erstmal mit dieser Folge. Das dritte Bild haben wir schon fertig. Ja, egal. Wir können in der nächsten Folge ja dann gucken, ob wir die letzte Dame rauslassen dürfen. Es kann ja auch noch sein, dass der Wärter schlechte Laune hat. Und wir dann nochmal jemanden einsperren müssen. Hupsi. Ich bedanke mich fürs Gucken. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, auch wenn hier nicht viel passiert ist. Mal gucken. Und vielleicht wird es ja in der nächsten Folge dann wieder witzig oder geht was kaputt oder. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Dankeschön für Abos, Likes, Kommentare. Wie immer muss ich das sagen. Es tut mir leid, ich muss das einfach ansprechen. Denn auf YouTube ist das gang und gäbe. Und sonst kommt man nicht zu dem, was man haben will. Und ich möchte mehr Abonnenten, mehr Likes und Kommentare haben, bla bla bla. Ja, das nennt sich, das gibt ein bestimmtes Wort. Wie heißt es? Call to Action. Das muss man machen, sonst die Leute, die gucken und fühlen sich gar nicht angesprochen. Ja, aber ich meine auch tatsächlich dich, dass du meinen Kanal abonnierst, weil ich habe noch ganz viele, die meinen Kanal schauen, aber noch nicht abonniert haben. Und ja, das wollen wir doch ändern. Ja, genau. Und das ist mir selber auch immer unangenehm, aber es ist halt leider so ein Übel, was man machen muss. Naja. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eure Minimi. Tschüss! Thank you.